Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of Industries. Ich muss einen kurz nebenbei meinen Wecker anmachen. So. Mal kurz mein Handy anschließen. Ja, wir haben letzte Runde. Ihr seht schon, ich bin da anders als das letzte Mal. Mein Tod hat mich den PC einfach ausgemacht, als ich Pause gemacht habe. Essen gekocht, besser gesagt. Und ja, das war richtig toll. Ressourcen, Holz. Den wollen wir haben und das wollen wir zum Lagerhaus transportieren. Mit dem Zug. Ach du meine Güte, da kann man ja so viel einstellen. Ich glaube, das wird nochmal richtig schwierig. Da unser Holz zum Lagerhaus von Newton kommt, kann das automatisch an den Baumarkt von Newton geschickt werden, da es in der Nähe ist. Und um uns mehr Geld zu machen. Okay, jetzt müssen wir einen weiteren Schritt gehen. Unser Wassersiphon hat viel Wasser für uns produziert, aber wir haben nicht alles verwendet. Das können wir durch eine Farm ändern, genauer gesagt durch Feldfrucht farmen. Normalerweise müssen wir die Technologien erforschen, bevor wir ein neues Gebäude platzieren können, aber wenn du dich erinnerst, haben wir bereits Gemüse freigeschaltet. Lass uns die Feldfruchtfarm platzieren. Okay. Feldfruchtfarm. Warum denn so weit weg? Okay. Hier können wir jetzt zumachen. Straßenbau. Warum? Okay, ich frage einfach nicht. Okay. Unsere Feldfruchtfarm ist bereit dazu, etwas zu produzieren. Auf dem Bauernmarkt sehen wir, dass Gemüse einen höheren Wert als Weizen hat. Also lass uns die Produktion auf Gemüse stellen. Auf dem Baumarkt. Was habe ich denn immer mit meinem Baumarkt heute? Auf dem Bauernmarkt sehen wir, dass Weizen weniger kostet als Gemüse. Okay. Ja. Also müssen wir jetzt darauf gehen. Wir wollen was auswählen. Oh, wir haben Gemüse ausgewählt. Gut. Sehr schön. Glückwunsch. Jetzt haben wir die funktionierende Gemüseproduktionslinie. Lass uns Geld verdienen, indem wir unser Gemüse verkaufen. Yay. Schließlich wollen wir beginnen, Produkte eine höhere Stufe zu produzieren und damit höhere Profite zu generieren. Fabriken und Gebäude, die in einem gewählten Rezept folgen und ähnlich wie die Farm ein Produkt herstellen. Ein Produkt herstellen, okay. Essensfabrik. 10.000 Mal immer drehen. Das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt kommt. So. Luftverschmutzung ist ein giftiger Effekt, der Land- und Wasserfelder schadet. Wenn Luftverschmutzung nicht eingeschränkt wird, kann sie die Produktion von Wasser und Farm verlangsamen und Siedlungen schrumpfen und sterben lassen. Okay. Ich habe so das Gefühl, wir spielen gerade irgendwie ein sehr modernes Eco. Ich muss den Land hier nochmal drehen. Ja. Also, noch eine Straße. Und natürlich muss das daran. Jedes Luftverschmutzungsverwaltungsgebäude benötigt eine andere Ware, um die Luftverschmutzung vom Radius um das Gebäude herum zu entfernen. Wenn alles sauber bleibt, ist jeder glücklich. Okay. Ein weiterer Teil von Rise of Industries, den wir abdecken sollten, ist Verkehr. Je mehr Gebäude wir mit der Produktionslinie hinzufügen, desto mehr Trucks wird es auf den Straßen geben, was zu Verzögerung führt. Okay, Straßenverkehr. Wenn der Verkehr problematisch wird, können wir die Kartenschichten benutzen, um zu sehen, wo unsere Trucks verstecken und dann das Verkehrsmuster ändern, um die Probleme zu beheben. Öffne die. Ach, das ist dahinter. Zeige Verkehrstypen an. Ja, okay. Schließe das Kartenfenster. Das Fragetool.
Okay. Das Fragetool gibt dir detaillierte Informationen über das Feld, auf dem sich dein Zeiger befindet. Es gibt die Feldtypen für Luftverschmutzungslevel, Gebäudetyp und noch vieles mehr. Okay. Oha. Es gibt noch andere Tools zu unserer Verfügung. Wenn wir die Tab-Taste drücken, erscheint eine Reihe von Bezeichnungen, die Namen der Siedlungen, Geschäfte, Ressourcen und Namen unserer Gebäude zeigen. Oh. Der hat schon Brunnen und Plantagen und sowas. Obstgarten. Er hat einen Obstgarten. Scrolle durch. Scrolle durch das Tab-Menü. Aha. Wenn du in Altbauten erscheint Produktionsblasen über jeden unserer Gebäude. Alt. Ah. O okay. Das ist cool. Das ist richtig cool. Rot hingegen bedeutet, dass etwas nicht funktioniert. Oh. Warum? Die Blasen zeigen auch mit einer Zahl. Mit Zahl in der Blase an, wie viele Trucks darauf warten, ausgesandt zu werden, wenn der Verkehr den Ausgang des Gebäudes blockiert. Ja, zeigt dir das an. Drücke den Album 9, die Blase verschwinden zu lassen, okay? Auch 100%, 100%, okay. Während wir unsere Industrie ist. Industrielles Reich erweitern, werden wir über andere Gesellschaften auf der Karte nachdenken müssen, die uns letztendlich übernehmen wollen. Um sie zu sehen, müssen wir die Einheitsfenster öffnen. Einheitsfenster. Aha, von hier aus können wir sehen, wer mit uns auf der Karte ist, wie erfolgreich sie sind und wie viel sie wert sind. Um andere Unternehmen zu entfernen zu müssen, andere Unternehmen zu entfernen, zu entfernen, müssen wir all die Auktionen kaufen, Aktien kaufen. Okay, jedes Unternehmen hat 10 Aktien, die es kaufen kann. Sie repräsentieren 10% des Gesamtwerts eines Unternehmens. Wir können diese Aktien kaufen, um einen Anteil des Unternehmens zu erhalten. Wenn wir alle Anteile eines Unternehmens kaufen würden, um uns das Unternehmen gehört und andersherum. Daher gehört dem Käufer jedes Gebäude, Genehmigung und Forschung, die es hat. Okay. Ah. Ja. Dies entfernt ein feindliches Unternehmen vom Spiel und steckt letztendlich unseres. Tu es nicht zuvor, da wir sonst nicht genug Kapital für den Bau unseres Reichs haben. Okay. Oh Gott, war das laut. Herr Jesus. Glückwunsch, du hast das Tutorial abgeschlossen und kannst jetzt die Grundlagen. Starte ein neues Spiel, beginne am besten langsam in den Anfängerschwierigkeitsstufe und werde reich. Okay. Erweitere deinen Horizont ohne die Sorgen um Geld, Technikbau und Region zu machen. Lege einfach einen eigenen Schwierigkeitsgrad fest. Baue dein eigenes Reich mit ein bisschen Geld und einem Traum auf. Lege deinen eigenen Schwierigkeitsgrad mit dem Technikbaum fest und gewinne das Spiel, indem du den Prototypen verkaufst. Oh, okay, wir gucken einfach mal. Wir gucken. Stadtnamengenerator. Vereinigte Staaten. Deutschland. Okay. Normal, wenige. Wenige. Kartengröße, Mittel, Straßenverkehr, rechts, ja, Assistenten, ja, okay. Und wo Geländeeinstellungen zurück? Wo kann man denn Schwierigkeitsstufe einstellen hier? Meine Kooperation, bla 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 bla, tritt unserem Discord bei. Modmanager, Einstellungen. Dann, oh, jetzt ist er dann wieder zurückgegangen. Warum? Deutschland. Wir machen mal erstmal wegen rechts. Ja. Geländeeinstellung. Voreinstellung. Erfahren. Anfänger. Ja, Anfänger. Vereinfachte Position. Der Verkehr.
Der Verkehr nein? Was heißt denn der Verkehr nein? Schalte den Verkehrsmechaniker um. Vorsicht vor Rast. Okay. Ja, dann machen wir einfach mal auf Spielen. Mal gucken, was da rauskommt. Ich habe da gerade, ehrlich gesagt, nicht wirklich Geduld für, um mir das alles da durchzulesen. Ich bin heute irgendwie ein bisschen... Ah, ich muss jetzt sofort irgendwas machen. Willkommen bei Rise of Industries. Zwar würden wir am liebsten sofort in das tiefe Ende des Industriepools eintauchen, aber zuerst sollten wir uns mit den grundlegenden Steuerelementen befassen, um sicherzustellen, dass jeder auf dem gleichen Stand ist. Und Q und E. Q und E, danke. Zoomen, Kamerawheel. Jo. Jedes Unternehmen braucht einen Ort, an dem das Formalitäten erledigt werden können. In diesem Fall ist es der Hauptsitz. Platziere es in einer Region deiner Wahl. In dem Wissen, dass wir dadurch die Erlaubnis der Region erhalten. Das Platzieren eines Gebäudes kann schwierig sein. Achte auf ungültige Platzierungsorte. Verwende Tab. Wofür? Ein Hauptsitz. Platziere den Hauptsitz. Aber das sieht gerade aus, als wenn das dafür geeignet wäre, ne? Platziere. Ein Hauptsitz. Yay. Um Geld zu verdienen, müssen wir Rohstoffe sammeln, um das Produkt an ein Geschäft senden. Platziere einen Holzplatz. Platziere, das ist dieser Sammler, ne? Sandsammler, Wasser, Kohle, Kupfer, Erdgas, Eisen, Holz, Lager. Holzlager, war das das? Achso, ich muss wahrscheinlich. So. Okay. So. Ich bin gerade ein bisschen kontrastierter. Okay, wie war das denn jetzt nochmal? Wir müssen diese Ernte mit unserem Sammelzentrum verbinden, bevor sie funktionieren können. Dann warten wir, bis unser erstes Holz hergestellt ist. Verbinden wir den Holzplatzzentrum über die Straßen und warten, bis das Holz erzeugt ist. Das waren aber Ziele. Ja gut, wir haben das jetzt ja nun alles direkt an der Straße gebaut. Na gut, eigentlich hätten wir das wahrscheinlich ein bisschen weiter außerhalb bauen müssen. Ich habe keine Ahnung. So. Ja, nun komm, Holz. Mach mal hinne. Zwei Stück, okay. Wahrscheinlich sind die Böse nicht besser als wir, wo wir gerade das angefangen haben. Ich weiß noch nicht, ob wir das Spiel wirklich lange spielen werden. Da ist mir gerade, ehrlich gesagt, Factorio ein bisschen lieber, aber... Okay, man kann ja auch nicht immer alles haben, ne? Wir brauchen ja wahrscheinlich bald... neues Gelände. Aber wir warten ja gerade darauf, dass das hier... losgeht. Hier gehört dein Kartenname hin. Geht auch, okay. Okay, okay. Wie kann man denn hier nochmal Karten gucken? Start, Weltmarkt, Geschäftsüberblicke, Rezeptbuch. Ach, T-Shirts so dicht immer am Hals. Das ist so nervig. So. Einmal Holz ist produziert, yippie. Während wir Produkte generieren, egal ob von Sammlern, Fabriken oder Farmen, können wir diese Produkte an Geschäfte in der Siedlung verkaufen.
Je mehr Produkte wir verdienen, desto mehr Geld verdienen wir. Suchen mit der Tab-Taste ein Geschäft, das zur Produktion senden möchtest. Mit der Tab-Taste. Banzenweiler? Was ist denn Banzenweiler? Oh, okay. Da möchten wir es dann eröffnen, das Geschäft in der Nähe deines Hauptquartiers, um herauszufinden, welche Produkte du benötigst. Baumarkt. Ja. Oh Gott, verkaufe Produkte von 50k. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie funktioniert das denn? Hilfe. Ja, Holz. Wir wollten ja auch Holz dahin senden. Aber wie funktioniert das? Warte. Wir machen das mal zu. Öffnen das Geschäft in der Nähe. Jetzt ist ja das einzige Geschäft, was wir hier nehmen können. Region, Verträge. Übersicht. Läden in der Stadt. Okay, aber wir wollen da ja hinliefern. Also. Wie können wir das? Bin ich jetzt total verkaufe Produkte im Wert von 50k. Warte mal, muss ich das? Da ist der Baumarkt. So. So geht das. Okay, 50k, gut. Die fahren jetzt hier alle querfeldein durch. Hier haben wir noch Öl, haufenweise Öl. Hä? Ja. Können wir das auch ausmachen? Danke. Achso, hier kann man ja auch schneller stehen. Ja, die machen. Gott, das wird ja Ewigkeiten dauern. Haben sie aber gut gemacht mit dem Wasser. Ah, okay. Und das wird jetzt angezeigt, dass das. Oder ist das unsere Grenze? Das sind ja eine. Fische. Okay. Erdgas, Kupfer, Öl. Also wir brauchen wahrscheinlich sehr viel Kupfer und Öl. Weil das hier auch echt zu viel ist. Ah, okay. Geschafft. Geschwindigkeiten wieder runterdrehen, bitte. Wenn wir genau hinschauen, wirkt sich das Verkaufen eines Produktes auf dessen Preis auf. Wenn wir das Angebot des Geschäftes effektiv verwalten können, können wir unsere Gewinne maximieren. Schauen wir uns mal um und an, welche unsere Produkte wir herstellen können. Oh Gott, das wird so kompliziert nachher, glaube ich. Aber erstmal beenden wir diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.